Guten Tag. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Ja, ich hätte gern eine 1,50 Meter lange Latte. Klar. Fräulein Weber, kommen Sie bitte zur Hausabteilung. Ich möchte einen Kunde eine 1,50 Meter lange Latte haben. Ein uralter Baumarktwitz, ja. Was für ein Holz darf es denn sein? Hm? Fichte vielleicht? Nein, die Latte sollte schon hart sein. Klar, hart. Fräulein Weber, bitte kommen Sie schnell. Der Kunde hätte gerne eine ganz harte Latte, ja? Ein Klassiker. Hm? Was wollen Sie denn damit machen? Hm? Vielleicht ein paar Garderobenhaken aufhängen? Quatsch, ich hab zu Hause einen tollen Ständer. Fräulein Weber, bitte kommen Sie ganz schnell. Der Kunde hat einen ganz tollen Ständer. Ich will lediglich eine Holzlatte in der Garage befestigen. Ist schon gleich. Wollen Sie die verschrauben? Ich will nichts verschrauben, ich will sie nageln. Oh, Herr Weber, Hilfe, kommen Sie schnell! Der Kunde will mich nageln! So, da bin ich. Ja, tut mir leid, aber da vorne gab es keine Tapeziertische mehr. Musste ich mit der Wolters ins Lager und hab die von hinten genommen. Von hinten genommen? Sie haben Ihren Kollegen von hinten genommen? Ja, dann machen Sie schon, ne? Verstehen Sie, von hinten? Was ist daran so lustig? Verstehen? Also von hinten genommen? Guter Mann, das ist hier ein anständiger Baumarkt, ja? Nehmen Sie Ihre blöde Latte und verschwinden Sie. Oder sollen wir die vielleicht noch nach Hause liefern? Nicht nötig, ich habe einen Kombi. Ich schieb sie hinten einfach rein. Verehrte Kundschaft, in wenigen Minuten können Sie auf Parkdeck 3 jemanden sehen, der sich seine eigene Latte hinten reinschiebt.